Ich kann die Buren hören, nicht zu essen, weil der Zehnt habe ich ihn so. Der Zehnt habe ich ihn so. Ich kann es zu nicht essen. Warum haben Sie es nicht im Mund, die Zehnt? Weil es mir weh tut. Was soll ich machen? Gehen Sie oft auf ein Burenheidl? Fast jeden Tag. Das ist ein Jausen für mich. Der Burenheidl für mich. Und das ist, was viele Wiener nicht wissen. Ein Burenheidl ist ein Burenheidl. Ein Würstelstand in alten Wehren ist besser als für den McDonald's. Was ist denn der Unterschied? Ja, der Unterschied, dass das von uns ist und das haben sie sonst aufoktroyiert. Das ist der Unterschied. Bitte, schüttel. Aber die eine nicht wahr. Kennst du, gibst mir das richtig gewollt, nicht wahr? Aber bitte, nicht viel, nicht wahr? Und der darf sie überhaupt nicht sein, gut? Der darf sie überhaupt nicht sein, billig, nicht wahr? Essen Sie gern Würstel, gell? Ja. Sind Sie da aus dem Bezirk? Ja. Auf Schlingermarkt, muss ich sagen. Grüß Gott. Eine kleine Heiße bitte mit süßen Senf. Und sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? Ja, bitte. Schon in Pension? Nein. Momentan keine Arbeit. Wie lang sind Sie schon arbeitslos? Ein paar Jahre schon. Von was leben Sie? Von der Notstandshilfe? Oder? Genau, richtig, ja. Wie hoch ist denn die? 4.000. Ey, das ist aber nicht viel, ne? Ja. Was machen Sie den ganzen lieben Tag? Naja, mal schauen, ob es was zu tun gibt und so. Was machen Sie denn am liebsten? Naja, ich gehe so spazieren. Weil das kostet nichts. Bleibt nichts anderes übrig, als dass es sich manchmal auf die Nacht betrinken tut. Warum nicht eigentlich? Bei unseren Sozialleistungen, was es gibt. Haben wir schlechte? Schlechte? Schlechtere Politik wie bei uns gibt es gar nicht. Sind wir ein sozialer Staat? Ein asozialer Staat, sagen wir. Weil, ich meine, meiner Meinung nach brauchen wir die EU. Es geht ohne EU auch, ja. Okay? Gut, danke schön. Passt schon. Schön, Lisa, bitte. Ich stehe schon sehr lang da. Ja? Und ich habe noch keinen einzigen Politiker, keinen einzigen bekannten Politiker,
und der 15 Jahre, was ich da stehe, vorbeigesehen. Die werden immer hingebracht, hingestellt, die Rede aus, ins Auto gesetzt und retour, wohin man auch unter will. Das Departement oder das. Dass da einer je. Dass da einer hier einmal vorbeigegangen wäre. Von den Roten, von den Grünen, von Blauen, von den Gelben und wie es alle heißen, habe ich noch nie gesehen. Du siehst nur das Fußvolk und sonst keinen anderen Menschen. Das ist der österreichische Staat, der was alles zu verkommen lässt, weil die Leute Drecksäue sind. Ja? Kleine gehört, da kannst du nicht einmal reingehen. Das ist das Ganze. Aus Prinzip, aus Pissoir. Aus Pissoir. Das ist alles uninteressant. Alles schön, Österreich und der Übergäste. Ich bin ein geborener Ungar, aber stolz drauf. Österreich 57 mitgenommen. Ist das schönste Land, was es gibt. Und schön die Berge und alles. Keine Ahnung, die Menschen. Und so kein Wirtschaftsstand gibt es nirgends. Gell? Ich bin mit 55 arbeitslos geworden. Mit 55 habe ich immer mehr gebraucht. Was machen Sie denn vom Beruf? Beruf war ich Eisenbieger. Mit 55 war ich zu alt, aber zu langsam, aber zu blöd oder was ich weiß. Die Reichen, die Tippen, dann kannst du mehr Pension an, und schießt das Pension an. Wie hoch ist denn Ihre Pension? 7.400. Nein, 2.000 Zins. Kredit. Gas und Licht. Fernseh. Radio oder was? Da bin ich lieber. 2.000 Schüttel verbinde ich. Das ganze Leben. Der Heide ist ja wichtig. Der Heide, den brauche ich überhaupt nicht. Der fährt her, der Heide fährt her. Nein, ich bin ein Totalist und bleib ein Totalist. Warte, Wölge, geh. Nein, nur rot. Warte, Wölge. Nur rot. Nur Heide. Heide gehäutig. Ich möchte so sozialistisch weiterleben. Rot ist rot und rot ist rot. Und Sie haben nur mehr Vertrauen an den Heide? Noch Heide mehr. Wieso? Weil ich ehrlicher. Wieso? Komm, und da ist nichts mehr wert sein. Das hat uns hier die Ausländer, da nichts. Und dann macht bei Not, alle Leute, die ist frei. Ich dachte, alle da treten, das ist wohl. Ich dachte, bei Not, gell. Reg dich nicht so auf. Mit die Wohre. Wie mehr Krieg gehabt. Ich war 9 Jahre. Aber was kriegt der Fressen? Nichts. Da kann die Wohnung noch gratis. Brauchen wir sonst zwar kein Licht, zahlt nichts, wollte alles mir zahlen. Waren wir bei einem Heurigen mit einer Partie? Da waren Jungen und in unserem Alter dabei. Und da ist am Nebentisch gestanden, also gesessen ein älterer Herr, eine Dame, und die haben mich, waren ausländerfeindlich, waren die eingestellt. Sehr ausländerfeindlich. Der hat der geschimpft, der Tschuschen, das Gesindel und bla bla. Ich bin nicht gelungen, so Chef, bitte kommt da frei haben. Bitte, Chef, was? Feier kommt da. Ist das Tschusch? Ich nichts Tschusch. Warum du sprichst da in Tschusch? Ich nicht Tschusch. Ich arbeite da, wie in 10 Jahren schon putzt, da was da alles machen, arbeite. Wie heißt denn? Mirko Milenkovic. Wo bist du denn her? Vorschere was. Jedenfalls, das habe ich aufgebaut. Und die Krönung war nachher das, wenn er mich gefragt, wie viele Kinder ich habe. Und dann habe ich gesagt, Chef, bitte. Zwei Kinderoffiziere, aber ich habe einen Bürgermeister, der schreibt einen Zettel, 10 Kinder. Und Zettel bringt er 10 Kinder, der bei Österreich hat so ein Kinder bei ihm. Jetzt aber, ich glaube, der bringt mich um. Was macht man denn? Ich glaube, der bringt mich um. Bis ich noch gesagt habe, Meister, du hast dann gelaufen. Ich bedanke mich dafür, für die gute Luft, die verbesserte Atomluft, habe ich geschrieben. Wem haben Sie das geschrieben? In Schackes. In Chirac? In Chirac? Ja. Sie sind eine Chirac-Anhängerin? Bitte, Gorsche. Ja. Das kann doch nicht Ernst sein. Moment, bitte. Wissen Sie nicht, was Herrn Muraroa macht? Wissen Sie das nicht?
Ja. Er hat es falsch verstanden. Und haben Sie nichts gehört vom Atomsperrvertrag? Dass der endlich das durchgesetzt Moment, wird, dass endlich Moment, die Atombombe bitte, verschwindet von der Erde? Das hat er ja falsch. Ja, in die falsche Kehle bekommen? Nein, Sie? Ich habe das in die richtige Kehle Nein, bekommen. Aber richtig nicht. Ja, Nein. Wieso nicht? Also ich verstehe nicht, wie man als Österreicher den Jacques Chirac bewundern kann. Ja, ich kann das nicht verstehen. Das ist ja Ort. Ich begreife das nicht. Nein, ich habe ihm ja geschrieben, dass ich mich bedanke für die gute Atomluft. Für die gute Atomluft? Ja, die er verbessert hat. Haben Sie noch nichts von der Verstrahlung her? Sie haben keine Ahnung von der Atomkraft. Das ist entsetzlich. Eine Österreicherin, die Schrattanhängerin ist. Waren Sie Offizier? Nein. Ich war ein Gerner Lanzer. Aber ich lebe noch. Ja? Ja, ich bin einer der wenigen Leute, die den ganzen Krieg überlebt haben. Ich war in Polen, Frankreich und Russland 40 Monate in Gefangenschaft. Und jetzt ist es meine Aufgabe, über diese Zeit die Wahrheit zu sagen. Und nichts als die Wahrheit zu sagen. Ja, ich sage es immer. Wenn Sie mich fragen, sagen Sie die Wahrheit. Ja? Besonders der jungen Generation muss man jetzt sagen, die Wahrheit. Ja, dass der Krieg eine dreckige, blutige Sache ist. Nee, gut, das ja, und dass ich einige tausend Menschen verrecken gesehen habe. Die sind nicht gestorben fürs Vaterland, das sind im Dreck verreckt, sind die Leute. Ja? Und das wollen die aber die meisten gar nicht hören. Das wollen die nicht hören. Wissen Sie, was wir waren? Wir waren Räuber, Aggressoren, Okkupanten waren wir. Wir haben die Dörfer niedergebrannt, das Vieh auf der Weide erschossen, Sie? Das Korn verbrannt. Ja? Und die Leute Ich war dabei. Sie waren keine Helden. Also mein Vater nicht. Ach so, der war Held? Ja, der regt mich auf. Mein Vater ist an Spinnerin am Kreuz, wie er entlassen wurde. Als legaler Soldat ist er in russische Gefangenschaft gekommen. Ich bin als Angehöriger einer Okkupationsarmee, einer Aggressionsarmee, bin ich in Gefangenschaft gekommen. Ich wollte diesen Krieg nicht, musste dabei teilnehmen. Hätte ich nicht teilgenommen, hätten sie mich umgebracht. Dann wäre ich Deserteur. Der Hitler wollte den Krieg. Der Hitler wollte ihn. Ja, dann reden Sie mit ihm. Ja, der lebt dann immer mehr. Na gut, aber das Dank, Volk soll es wissen. Das also Volk komischerweise, soll es ich habe heute einen 8 Seiten langen Brief geschrieben. Ich habe geschrieben, nicht einmal als Mann hätte er mir nicht gereizt. Guten Tag, Herr Mann. Hallo. Ich will walking in Boston, a beach person yet, my heart from Texas, shaking around Frisco Bay, roll over and shaking. Wow. I found newly on Ketchko Tensil, Beatles 16. Essen ist das Wichtigste, wo gibt im Leben. Wirklich? Was Essen nicht stimmt, dann stimmt nichts mehr. Genau. Ja, richtig. Ich halte nichts von dem Schlankheits- und Jugendwahn, der da vorherrscht. Das normal ist ja, essen, normal essen. Wer schlank ist, verpasst in der Regel eh das Beste. Was sind Sie vom Beruf? Vom Beruf? Suchen Sie ihn also aus, Student, Schriftsteller, Tachinierer. Suchen Sie das aus. Bitte sehr. Und was möchten Sie gern sein? Lehrer, Deutschlehrer. Deswegen studiere ich ja. Germanistik, oder? Germanistik, ja. Und Theologie. Theologie auch. Aber da werde ich abspringen. Das sind mir zu pragmatisch. Ich bin ein Philosoph und kein Pragmatiker. Sag, wenn Sie ein Philosoph sind, haben Sie sicher eine Lebensthese. Wie es kommt, so kommt es. Ich meine, das ist. Ich meine, natürlich ist es. Wollen Sie die Welt verändern, oder? Wozu? In 10 Jahren ist Schluss. 10, 15 Jahren, das ist Schluss. Was soll es? Wofür? Was ist Schluss? Ende. Was? Weltuntergang. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich lebe gerade noch so lange, solange ich vom Leben was habe, noch eine Träume haben. Wenn ich sehe, der Weltuntergang ist da. Es ist vorbei, Träume haben. Dein Bullywom, oh, let me tell about a girl I know. She's walking down the old side street. She's you find a body doing mine. It's gonna hang up in Hollywood. Boom. I talk about you. Nobody but you. That's it.
1000 Tage Techno Messe. Diese Good News. Sie kommen auch öfters her? Ja, ich muss jeden Tag in die Apotheke da. Wieso? Wegen der Methadonbefragung. Danke dir, danke. Machen Sie das schon lange, das Methadonprogramm? Ich bin jetzt 8 Jahre im Methadonprogramm. So lang? Hm? Wie alt sind Sie denn? 38. Wie lange kennen Sie, also wie lange sind Sie vorher an der Nadel? Ja? 15, mit 15 Jahren bin ich, habe ich angefangen. Ja, und warum? Wissen Sie das noch? Oh ja, wir waren Bekannten kennengelernt und der war drogenabhängig. Der war einiges älter, als ich war. Ne? Ich habe Krankenschwester gelernt, aber nicht das Diplom gemacht, muss ich auch dazu sagen. Ja. Und dann habe ich natürlich vom Krankenhaus Spritzen mitgenommen, das mitgenommen und auf einmal. Man ist einmal out. Ne? Arbeiten Sie daneben? Sind Sie imstande daneben? Nein, ich bin in der Invaliditätspension. Weil ich krank bin. Wahrscheinlich können Sie nicht vorstellen, was ich habe. Ne? Das Schicksal. Wie lang haben Sie schon? Sechs, sieben Jahre. Ich meine, ich bin schon so oft im Krankenhaus gelegen, das glaubt man keiner. Aber das ist einfach. Ja, das ist so. Man muss mit der Krankheit leben, ja. Leben können. Wie reagieren die Leute auf diese Krankheit? Ja, es sind oft sehr gemein. Hast du eine Feierhefte? Ich kenne da einen, der was das Getränk überbringt und so. Nein, es ist einfach ein Horror, mit denen zu leben, mit den Kranken zu leben. So. Wenn ein Schilling liegt, glaube ich nach. Und wenn 10 große da liegen, glaube ich nachkauft. Weil mein Vater, der hat immer gesagt, Buh, was größer ist, das ist eine Las, das hebe ich auf und drücke es raus. Nur kein Werkzeug nimm da. Weil wenn du ein Werkzeug nimmst, musst du damit arbeiten. Ja? Dann hat er immer gesagt, schau, Buh. Nussposten ist eine unnötige Arbeit, weil bei uns reif sind, fallen sie eh alleine kommen. Schneewegrammen ist eine unnötige Arbeit, weil man zugescheint, schmilzt ewig. Und Kleid aufwecken ist auch eine unnötige Arbeit, weil wenn du ausgeschlafen bist, das ist ja. Wie oft kommen Sie denn her? Wie geht das? Wenn mir wer aufglaubt und zu Hause führt, sagen wir auf Deutsch gesagt, wenn ich von Friedhof gehe, komme ich jeden zweiten, dritten Tag daher. Und wieso gehen Sie so oft am Friedhof?
Wie? Wieso gehen Sie so oft am Friedhof? Jeden zweiten, dritten Tag. Wer liegt denn da? Meine Frau. Sind Sie ein bisschen einsam zu Hause? Nur einsam. Ich sitze auf der Stirn und rauch. Weil die Hunderten kann ich nicht gehen. Ich weiß, es geht Millionen Menschen so wie mir. Es geht Millionen Menschen so wie mir. Aber finde ich da rein. Das ist das Schöne. Ja, ändern kannst du eh nicht. Aber die Zeit ist auch vorbeigegangen, gell? Es ist so viel vorbeigegangen. Es wird noch mehr vorbeigehen. Du, Jaya, aber mein Muka, Velociru, Vedo Pali, Balkamau, du, Mei, Budeka. Du, Jaya, aber mein Muka, Velociru, Vedo Pali, Balkamau, du, Mei, Budeka. Ich wünschte, jeder wäre so wie meine Frau. Wie meine Frau gewesen ist. Hört sich die Musik mit Menschen sprechen. Was? Ja, ich mache es später. Das sind die, sie hat immer gesagt, das sind meine eine Pufferpulste. Ich sage, das ist deine eine Pufferpulste. Kommst du? Ich schau in die Wolke. Ich sehe nichts. Noch immer? Ich sehe nichts. Kann keiner verstehen. 49 Jahre gehört mir nicht in den Teppich. Medikament, Medikament. Hallo, Seda Luwe. Hallo, Seda Luwe. Hallo, Seda Luwe. Wie oft kommen Sie denn her? Jo. Ja, in der Woche ein paar Mal schauen. Schimpft die Frau nicht zu Hause, dass sie schon was gegessen haben? Da kriege ich eh so auch nichts. Nichts? Nein. Wieso? Weil es nicht kocht und nichts wascht. Gell? Ja, ja, nicht gell. Das ist ja so. Da sind Sie noch zusammen mit der, da sind Sie noch zusammen mit der Frau? Ja, was soll ich denn machen? Da fahren wir einer. Aber Sie müssen sie doch einmal geliebt haben, die Frau. Wie? Sie müssen ja mal die Frau geliebt haben. Geliebt? Was war's denn geliebt? Eine Proformsache, natürlich, nicht geliebt. Ich bin ja schon 60 Jahre alt, wenn wir die Kinder haben. Ne? Warum haben Sie sie geheiratet? Ja, warum? Fragen Sie an, die schon geschehen sind. Warum? Das kann man sich nicht anschaffen, das ist ein Risiko. Täten Sie es noch einmal heiraten heute? Bitte? Täten Sie die Frau noch einmal heiraten? Nein, nie. Ich will sie gar nicht mehr sehen. Das war das Liebste. Scharfe Schaf. Sie sind von Wien? Ja. Darum kennen Sie das nicht. Scharfe Schaf ist eine scharfe Gurnwurst mit scharfem Senf. Scharf, scharf. Also braucht man nicht mehrere Sachen sagen, sondern man sagt einfach scharf, scharf. Zweimal scharf ist scharfe Schaf. Hm.
das ist irgendwo verständlich. Oder hab ich mich richtig ausgedrückt? Haben Sie schon mal eine Schaffischaf gegessen? Haben Sie in Wien schon mal eine scharfe Burenwurst gegessen? Die Burenwurst in Linz, kein Vergleich zu Wien. Das ist die bessere. Ja. Weil du kriegst es so hergeschnitten und dann musst du mit Zahnstocher oder musst es nehmen. Das ist ein Blödsinn. Eine Wurst nimmt man in die Hand. Das ist wirklich so. Spritzt man sich nicht manchmal an? Und? Man spritzt sich nicht an. Man muss beim Beißen genau aufpassen, dass man die Lippen vorher zumacht. Richtig? Und die Zähne beißen hinten, die Lippe ist zu. Kann nichts passieren. Kann nichts passieren. Schauen Sie, es kommt erstmal, werden sie geschnitten. Es ist ganz wichtig, dass man spritzt. Und dann? Lippe zu, passt. Na, alleine, die Farbe schauen. Von der Farbe erkennt man, wie scharf das ist. Da ist wirklich was drinnen. Ja. Jetzt kommt die zweite. Wichtig ist, wenn es zum Schwitzen anfängt. Bitte, da muss richtig der Schweiß runterkommen. Dann hast du es. Kennengelernt haben wir uns heute. Na, wir kennen uns lang. Wir kennen uns lang, aber so lange sind wir noch nicht zusammen. Na, seit 2,5 Jahren kennen wir uns und seit 3 Monaten sind wir zusammen. Das ist eine ganz neue Liebesgeschichte. Er hat mich ein halbes Jahr gesucht. Endlose Liebesgeschichte. Wirklich? Er hat nicht meinen Nachnamen gewusst. Nur mein Vornamen, wie ja jeder. Und da musste er schon sehr graben, dass er mich findet. Was hat Ihnen denn gefallen an ihr, dass Sie so lang gesucht haben? Na, meine Art natürlich. Sag's. Sofort? Natürlich. Nein, ich liebe sie. Ich liebe dich auch. Warst du jetzt falsch oder nicht? War das herrlich? Herrlich. Ah. Ich komme immer um die Zeit. Beste, was es gibt. Ich arbeite heute. Die Würstel, aber die Semi, da, Leberkasten, die ist super. Wo? Wann? Jetzt doch. Nein, sie ist mal fertig, dann danke mir. Wo? Warte mal, dann ist sie mir fressen. Du kannst doch mich essen. Nein, ich nicht. Wir haben ihn ja süß. Ich gehe jetzt. Ich habe meine Zigaretten. Gehen wir jetzt, bitte. Ja. Ja, die sind auch noch besser, noch, das Leberfeste. Wie ist das gerade? 2-3 Wochen, merke ich. Komm drauf an, die Zeit, wann ich komme. Ich will nicht 2 Brot. Was? Ja, komme ich später. Ist es 3, komme ich zeitlich nicht mehr rein. Na, was ist denn? Gehen wir jetzt, bitte. Nein, jetzt lassen wir uns heimtragen. Einmal tragen Sie uns um, ich war nicht mehr so lieb. Nein, leider, ich trage niemanden heim. Sag, Ihre Frau war jetzt böse, ja, oder? Die ist immer böse. Ja, ja, die. Na, sonst nicht, wenn ich heimkomme, dann sagt sie wieder hin. Oder? Wenn ich vorgehe, dann ist sie immer böse. Das ist wohl.
Ich bin der Mini. Der Mini? Dass er es gleich weiß. Aber Sie sind man täglich da, gell? Beim Würstelstand. 8 Jahre. Jeden Tag? Danke. Und wieso jeden Tag? Na, wo soll ich hingehen? Nonsens. Schwellenbloß die Rafferei, Kohlensbloß die Giftlertrottel. Da hab ich mehr Ruhe, trinke ich mehr Bier, rauche mehr Zigaretten und aus. Und wie lange sind Sie dann immer da, von wann bis wann? Ja, wie lange bin ich da? Von der Früh bis am Abend. Ja. Von 9 Uhr vormittag. Ja, bis 3 in der Früh. Jeden Tag. Es ist so ein Stück Heimat von Ihnen, gell, der Würstelstand hier. Ja, 8 Jahre. Ein Depper, das sind auch 22 Jahre. Ne? Das ist aber eh toll, dass Sie das 22 Jahre schon durchhalten. Ne? Man muss machen, was man kann. Oder? Sie machen auch, was sie können. Oder? Stimmt's nicht? War ich verheiratet. Er ist fremd gegangen. Zuerst um den Häfen ist er gesessen, 8 Monate, wie der Weinskandal in 85er Jahren war. Ist er 8 Monate gesessen. Ne? Wir sind jetzt seit 6.9. entschieden. Und dann ist er schon wieder verlobt mit einer, die was 4. Ein Haus haben sie sich gekauft, was er sich 4 Kinder hat. Und, okay, mich interessiert das alles nicht mehr. Wie viele Kinder haben sie denn? 2. Ja, ich habe in der Früh. Es geht aber nach der Arbeit, ja. Musst halt, ne? Wenn du überlegen willst, überleben willst, ja, musst du es tun. Da fragen sie mich, wieso ich da stehe. Wenn ich uns mitkomme von der Alpen. Seit ein paar Wochen sind wir telogiert worden. Früher waren wir beim Zirkus, Schausteller, jetzt sind wir auf der Straße. Und wie lange habt ihr schon nichts gegessen? Ja, schon. 2 Tage? Ja. Wirklich? Ja. Pass auf, ich bringe eine Liedreise. Schau mich bitte nicht so an, du weißt genau, ich kann dir niemals wie dich stehen. Schau mich nicht so auf den Mund, du kennst genau den Grund, so kannst nicht weiter gehen. Schau die Leute ringsumher, sie wundern sich so sehr. Wir sind doch nicht allein, was mir dein zärtliches Lächeln verspricht, sollst du mir sagen, wir sind noch alleine dann. Dann sag ich, schau mich bitte nicht so an. Du weißt genau, ich kann dir niemals wieder stehen. Also,
Wir sind also Abstammung von den Zigeunern. Wohnwagen, Pferde, Zirkus, Clown, die Artistin. Heute sind wir älter geworden. Und haben wir die halbe die Welt gesehen. Wo waren Sie denn überall? Mein Gott, Jugoslawien, Spanien, Italien, Holland, Deutschland. Was soll ich sagen? Immer ein Kind der Lauffstraße, wie man sagt, gnädige Frau. Eltern sind gestorben. Jetzt sind wir da auf der Bank. Das darf ich keinen sagen und auch keinen sehen lassen. Er sagt, der Hund hat es besser. Ich bin manchmal so verzweifelt. Ich bin so lieb. Ganz so lieb? Immer so lieb. Was machen Sie dann um 2:30 in der Nacht am Gürtel? Ja, um 2:30 in der Nacht? Dann darf ich mal spazieren gehen. Was sagt Ihre Frau dazu? Die Frau hat einen Damentag und der Herrn hat einen Damentag. Das ist das nicht schön? Und unter Tag sind Sie ganz solid? Ja, muss ich arbeiten. Darf ich Sie fragen, was Sie machen? Was ich arbeite? Ja. Gaswasserzentralheizung. Wie wird morgen die Zentralheizung ausschauen? Morgen? Ja? Ganz normal. Ganz normal. Um 7 Uhr bin ich schon wieder in der Arbeit. Ich bin ja nur zufällig hier, ja. Es ist eine Ehre, ja, dass ich also komm in die ZIP, ja. Ich bin zufällig hier, ja. Ich bin zufällig. Zufällig hier. Ich bin schon zufällig hier. Er ist zufällig hier, also das halte ich überhaupt nicht aus. Also kriegst du zufällig keinen gespritzten? Ich hätte zufällig einen gespritzten, wenn die irgendwie geht. Ne? Hätte ich gern zufällig. Wenn ich das zusammenbringe. Ein Gespritzter für einen Gespritzten. Wow, super. Er ist zufällig. Amen. Oh, William, ja. Was geht's denn? Sind Sie oft da? Hier und da. Und immer mit Rollstuhl? Meistens. Ja? Es gibt Ausnahmen auch, aber die Ausnahmen sind aber nur, wenn Klotte es ist und es ist gestrahlt. Rutschgefärbt. Ich war nicht rutschgefärbt. Ich bin schon sogar mit dem Flugzeug geflogen. Mit der von Spanien. Ist der. Ja, er macht es so. Mann, seit 14.04. 92. War ich durch? Einen Monat habe ich ausgesetzt. Immer mit Rollstuhl seit 92? Ja. Hallo. Bitte? Ich bin es schon. Warte mal, Moment, ist jetzt mein Hut auf. Und Sie sind auch täglich da, oder? Schauen vorbei? Leider, ja, ja. Wieso leider? Ja, so. Oh Gott. Und was zieht Sie hierher an den Würstelstamm? Weil es mir da recht gut gefällt. Mhm. Ja, wirklich. Was gefällt dir da? So das. Ich bin immer dumm.
Das Rundumadum, genau. Das Flair. Sind Sie oft da? Was? Sind Sie oft da am Würstelstand? Na, wo ich gleich da wohne, da. Wohne ich gleich da drüben. Wo? Na, ja, gleich im zweiten Stock da. Aber draußen gehe ich nicht heim jetzt. Warum wollen Sie nicht rausgehen? Ja, na, gut, schlafen kann ich auf den Tag. Na, ehrlich, na, in der Früh fahre ich halt heim. Na, kann ich auch schnarchen, oder? Fett ist Bett, oder? Arbeiten tue ich eh nichts, na, was wissen wir? Wie lange seid ihr schon arbeitslos? Na ja, wenn ich ehrlich bin, wenn ich was lesen muss, kann ich noch Kakel tunken, seit 75. Wenn ich nicht liege. 20 Jahre schon? Ja, 20 Jahre, ja. Und wegen dem fliege ich auch rum durch die Gegend. Sind Sie traurig, dass Sie gearbeitet haben? Nein, na, das fördert man noch. So traurig auch noch sein. Na, geh, na. Das war eine Katastrophe, weil ich da traurig auch noch war. Ja, aber 20 Jahre bezieht man keine Arbeitslose, oder? Was? 20? Nein, jetzt habe ich einen Notstand. Nein. 6.740. Ja, die kriege ich wieder nächste Woche, am Montag. Dann lebe ich wieder weiter, oder? Sie sind ein Glückspilz, eh? Ja, Glückspilz bin ich auch nicht. Jetzt bin ich erst bei Ibiza gekommen, erst am Donnerstag. Weil es ein Ibiza unten ist. Wie lang ist denn? Eine Woche. Und jetzt, wenn ich einen Zünd kriege, ist am 13. fliege ich auf Mallorca wieder runter. Und jetzt hat die Freundin noch. Das stimmt. Wie lange bleibst du? Ja, eine Woche. Dann ist das Geld wieder alle, ne? Ja? Ist wieder her. Ja. Komm halt wieder heim. Was willst du machen, oder? Wann kriegst du nicht mehr die Auszahlung? Ja, am 12. Ja, dann kann ich am 13. wieder anreisen. Und zu Hause wartet niemand auf Sie? Hä? Zu Hause wartet niemand auf Sie? Nein, ich meine, meine Mutter nicht mehr. Die hat auch eine gute Pension. Die kann sich auch nichts mitnehmen, was der jetzt auf ihr hat, nicht Tag ist, oder? Das ist ja klar, oder? Ich bin der einzige Sohn, was willst du machen mit ihrem Geld? Auch nichts, oder? Braucht ihr nichts. Stimmt's? Du bist ein Arsch, oder Jungs, darf ich? Nein, von da bin ich sicher nicht. Sicher nichts, oder was? Nein, ich bin nicht. Österreicher, oder was? Na, sicher. Sicher, ich bin Türkin. Ja, ich bin von Kaisermühlen. Du bist Österreicher. Ja? Leibern, ja? Du bist Österreicher, ja? Ja? Arbeiten. Ja. Einen Tag arbeiten, zwei Tage arbeiten. Und nein, ich gehöre zu der Sorten. Nein, nein. Ausländer, geh mal arbeiten. Einen Tag arbeitslosen. Das machen die Jungen vielleicht, aber nicht die. Krankenstatt eine Woche und dann gehen wir heim. Nichts verstehen. Ja, da bist du aber bei mir auf der falschen Adresse. Ja, wurscht. Ich arbeite ja von meiner Schule als Lehrling, ich bin immer gearbeitet. Bei mir ist kein daheim nicht geben. Aber das hat mein Vater gar nicht mehr erlaubt, der hat mir am Schädel gehabt. Bitte. Ich war immer Parabra bis heute, noch ich hagel Samstag, Sonntag, jetzt kommst du dran. Aber ich bin Arbeiter. Mir ist das wurscht, was arbeitet man, das ist kein Problem. Das Kraft von Österreich. Ja, Österreicher gibt's auch. Ein Tag Arbeit, ein Tag nichts verstehen. Was ich? Das ist der große Wetter, ne? Da haben wir schon wieder. Erst Heinzel, bitte. Wo kriegen wir da, wo das große Wetter bin? Weiß ich nicht.
Na, Bier, ne? Bier. Ganz? Nicht nur sowieso, reiß aus, ich zeig doch. Brust. Zwei tust du, oder was? Brust. Ich bin Neger. Du? Bitte. Du bist auch Ausländer, nicht? Was Neger bist. Du bist ein Neger. Sag mal zwei, was scheiße du nicht. Bitte. Brust. 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 Zwei tust du, oder was? Wo? Brust. Scherfe. Ich? Scherfe. Aber du bist von dir, gell? Zwei tust du das Bier, ne? Brust. Na, siehst du? Das ist aber Haberer, ne? Mir zwei. Ja, ja. Du zwei so die trinken, ne? So schaut's aus. Ich muss aufpassen mit dem Arschied, gell? Ja. Ui, das schmeckt aber gut. Ich weiß, wenn das du zuhörst, da schmeckt es ja noch besser. Bitte, warum? Da kommt der zweite Dose auch noch drin, gell? Nein, ich hab keine Problem. Keine Problem. Kein Problem? Ja, keine Problem. Eins, lass so viele Dosen da. Egal. Ja, der glaubt es nicht. Dann macht er das Zeug also, gehabt, was? Jeden Mensch, 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 jeder Mensch, Mensch, erzählt. Mensch. Jeden Welt. Mensch, Mensch. Alles jeden Mensch, 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 ja, Mensch, Mensch. Bei mir gibt es ja keinen Unterschied. Nein, nein, mir ist Mensch, das Mensch, richtiger Mensch. Der, was ist es, ist er noch. Was für das kannst du nicht. Oder überall, ja. Überall Mensch, Mensch. Ne, weiß ich das nicht, warum ist er noch, aber trotzdem ist man abwischt. Überall, überall, dieser Mensch, der ist einer und der. Überall Mensch, Mensch. Nur der kann der von nicht sein, sonst ist er leibend. Diese Welt, wie ist ja jeder Mensch, Mensch. Wenn der von dort kommt oder von da kommt, wenn er sich benehmen kann, ist leibend. Wenn er däbert ist, geht er heimgeschickt. Okay, genau, richtig. Sag er nicht? Nein, sag er nicht. Der, was in Ordnung ist, der kann da bleiben, der kann hageln. Ja, das ist ja egal. Aber ist ich bin Österreich, ja. 10 Jahre schon arbeiten. Ja, du bist leibend. Okay, aber passt. Ich bin nichts Problem Österreich. Aber nicht der, was kommt, morgen. Stühl zwei Tage und dann geht er wieder in den Ort. Warum tschuschen? Tschuschen, egal, aber ich bin nicht tschuschen. Ich bin Österreich, arbeite nicht. 10 Jahre schon. Ja, na, dann ist leibend. Ne? Mit der Familie, okay. Ich bin tschuschen, okay, geht. Das ist uninteressant. Warum? Oh, du bist leibend, warum 10 Jahre, ich bin schon da, Österreich, arbeite. Ja, du bist leibend, der Ort ist bei uns und okay, passt. Der, was 10 Jahre da, wenn es hakelt und aus der Familie, warum soll es nicht bei uns sein? Kaisermühlen auf dir, gell, was? Ja, richtig. Na eben, so schaut's aus. Da geht er viel besser. Da gehst du mir auch nicht. Ja, Uri! Uri, ja, Uri, ja, Uri, ja, Uri! Ja, Uri, Uri, ja, Uri! Ja, Uri! Uri, ja, Uri, ja, Uri, ja, Uri! Ja, Uri, ja, Uri! Ja, Uri! Julia, Uri, 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 Uri,